Okay, weiter geht's. Ich bin gespannt, was für Teile uns noch erwarten. Keine Ahnung, warum sie uns nicht verfolgen, aber ich traue der Sache nicht. Die ganze Zeit hier den Alles, Ventilator was zählt, laufen. ist der Wegfinder. Ich hoffe, man hat mich, ich hoffe, das hat nicht zu doll im Mikro geklatscht. Mir, dass uns das zum Waldmond führt? Ich bemerke das jetzt erst. Nein? Verdammt. Okay. Auf die Mikroqualität war nicht zu also scheiße. Doch nicht der Waldmond. Vielleicht kannst du ein anderes Mal zu einer Ewok-Party gehen. Passt jetzt zur Episode. Ich habe den Ventilator in der Pause nicht ausgemacht. Mist. Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde mit Ventilator gestreamt. Mal schauen, wie es im Schnitt läuft. Fail. Oha, okay, hier sind wir schon. Das surft der Widerstand. Ja. Der Wegfinder ist dort. Harte Landung. Hätte man bestimmt nicht ohne Klinge rausfinden können. Wir müssen zu diesem Wrack. Nicht jetzt. Zu gefährlich. Ist der Wegfinder da, auf dem Todesstern ist? So lange können wir nicht warten. Das ist der Todesstern. Ein furchtbarer Ort. Aus einem alten Krieg. Ja. Und ich bin ein Wüstenkind und keine Wellen gewohnt. Ich nehme diesen Speeder und hole mir den Wegfinder. Egal, ob sie mitkommen. Aha, Taxi. Frag des Todessterns. Eine schöne Reise. Oha, ein Schwimmlevel oder was? Also bis jetzt ist noch nicht, kann noch nicht viel steuern. Sieht nur so aus wie ein Schwimmlevel. Ich berühre keine Taste. Ich mach nix. Das war ein originales Fake-Level. Es sollte so aussehen, als ob du da lang schwimmen kannst. Vielleicht ist der Wegfinder hinter dieser Tür. Du kannst nichts machen. Das war eine Zwischensequenz, eine ziemlich schlechte. Oder quasi Nadelscreen. Der Dolch hat auf einen Ort oben in dem Wrack gezeigt. Wir müssen irgendwie weiter rauf. Okay, V8. Das finde ich aber auch wieder gut. Durch den... Das Teil hier ist echt renovierungsbedürftig, aber wenn es erst einmal einen ordentlichen Feuchtigkeitssperre hat und alles den ordentlichen Baubestimmungen entspricht, können, könnte ich ein wahres Schmuckstück daraus machen. Ah, okay. Das finde ich aber Wahnsinn, dass wir hier, auf dem Todesstern hier. Und versuchen, den Todesstern hier nochmal rumhüpfen können. Das ist nicht schlecht. Er gibt hier ein paar überraschende Sachen hier. Lego Star Wars Skywalker sagt die Episode 9. Ja gut, Jump'n'Run Skills braucht man da ein bisschen noch hierfür. Minimalen Jump'n'Run Skill. Ja, gut. Stunden später.
Ja, mein Hologramm von dem Sturmtruppler. Hey, die Lose, wir haben sie. Party läuft immer noch wie geplant. Das heißt, das Ding hier ist voll einsatzbereit. Also haben die Rebellen keine Chance. Ich schätze, wir sehen uns auf der Party. Nein, das Ding hier ist absolut nicht einsatzfähig. Ich klettere das kann man, glaube ich, so im Film. Dich, okay? Das kann man, glaube ich, so im Film überhaupt nicht vor. Das wird durch den Todesstern sogar. Verdammt. Das wird durch den Todesstern sogar. Verdammt. Der ist irgendwie direkt oben. Ach, verarsch mich nicht. Okay, mit meiner Macht irgendwas hier. Oder auch nicht. Ich fürchte mal, wir müssen da wirklich. Eine Liane klettern. Okay. Ja, war eine sehr gute Idee. Was konnte noch schief gehen? Wo bin ich? Ah, hier, jetzt kann ich sie wieder steuern. Vorsicht, BB-8! Roll einfach immer weiter hoch! Ja, ich bezweifle, dass der mit hochkommen kann. Ah ja. Lustige Dialoge. Monologe. Hey, ich habe die Ersatzstimmerkennung im Zugangspult zum Sicherheitsraum installiert. Sie erkennt alle Stimmen des Personals. Keine Ahnung, warum wir überhaupt dafür irgendwas brauchen. Die Station hier ist doch für die Ewigkeit gebaut, oder? Ja, bestimmt. Station ist für die Ewigkeit gebaut. Gut, jetzt brauchen wir den Ruinen. Dann gehen wir den hier hoch. Ist wahrscheinlich noch ganz unten. Ja, ist ganz am Anfang. Dwayne kommt nicht runter. Oh nein. Ranziehen. Das war da um den Druiden für Boris auch irgendwie. Naja. Tatsache, dass sie keinen Druiden mit hatte. Ziehen. Oh, weil. Sehr gut. Jetzt sind wir hier.
Ray implementiert. Wieder so ein Rezept, war lange nicht mehr. Diese Episode nicht mehr. Überhaupt noch gar nicht. Okay, was haben wir hier? Da muss Ray lang. Da oben, da muss der Weg. War ja nicht so schwer. Warte, BB-8, ich bringe dich darüber. Geblieben, weil na toll, ja, hier muss man mal reparieren. Von hier oben aus, ne, von unten, dass das auch ein Weg sein, wo wir hier hoch kann. Noch mal klettern will ich nicht. Sehr schön. Ich hoffe, der kommt von alleine hinterher. Sehr schön. Dass wir ihn mitschleppen müssen, ist auch so eine Sache. Die können wir nicht zerstören. Schade. Schade mit dem Lade. Tja, da haben wir auch nichts. Nur damit du es weißt, LA-7 ist außer Betrieb, weil er seine Beine zur Wartung entfernt haben wollte. Falls ich nach Endor geschickt werde und du sie suchen musst, sie befinden sich hier. Okay. Protokoll Bericht freigeschaltet. Ah, okay. Er versteckt den Jüpüberstein über auf dem Todesstern. Wir dürfen keine Schatzsuche nach wertvollen Artefakten machen. Dem Verrat zieht eine Tombola vor. Ah ja, die Tombola vom Imperator. Kann ja nichts werden. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Und da müssen wir klettern, aber wie kommen wir da hin? Da wo BB-8 ist, kommen wir glaube ich weiter. Das ist natürlich schlecht, dass wir den ganzen Weg gegangen sind. Und wozu sind wir hier gerade angelaufen? Jetzt haben wir den Umweg gemacht. Ah, okay. Jetzt blick ich es langsam. Hier müssen wir lang. Am Mittelpfeiler hoch. Ich hoffe, wir müssen mit BB-8 da nicht noch hinterher. Nein! Was zum...
Warum führt mich dieses blaue Ding zurück? Führt mich doch in die falsche Richtung oder was? Ist BB-8 noch oben? Dann können wir es nochmal. Können wir es mit BB-8 versuchen? Ist da vielleicht sogar besser drin? Fertig. Okay. Das brauchen wir gar nicht. Ah, hier geht's weiter. Nächstes Level. Die Kraft ist zu tun. NV-Flügler. Genau so war das im Film. Wir kamen schon mal. Der Weg für uns. Keine Angst davor, wer du bist. Darkway. Kein Kampf gegen Darkway. Sehr schade. Gib ihn mir. Den Weg nach Exegol findest du nur durch mich. Nein! Komm mit mir nach Exegol. Lass uns Palpatine vernichten. Zusammen! Nein, ich gehe nirgendwo mit dir hin. Du versuchst so krampfhaft in Vaders Fußstapfen zu treten. Aber du bist überhaupt nicht wie er. Blitze kamen aus deinen Händen, Rey. Blitze! Hast du es nicht gespürt? Man war halt gar und was kam hier. Okay, du. Oh, das war ja fast ein Glitch. Wir kennen beide die Dunkelheit in dir. Setze sie ein. Der Thron vom Imperator. Und der Dex gekämpft haben. Ich höre nicht zu. Dein Gejammer ertrage ich nicht mehr. Die dunkle Seite ist stark. Ich sehe nichts. Lass uns mal zusammen was unternehmen. Keine Zeit, ich muss die Galaxis retten. Vor dir! Gut. Du setzt deinen Zorn an. Jetzt folge mir. Komm zurück! Oh Gott, no. Ich lasse ihn nicht entkommen. Es muss noch einen Weg hier rausgeben. Wir müssen den Imperator runterführen. Können wir uns auf den Thron setzen? Obwohl ja nicht. Da brauchen wir BB-8 für. Oha. Ich komme, BB-8. Ja, aber schöne Lüftungsschächte. Da bist du ja. Los, weiter geht's. Den Sprung schaffen wir. Au. Und BB-8 auch nicht. Das Zeug nochmal anheben. Nein, wie mir jetzt. Das war zu schön, um wahr zu sein. Oh, nu. So, jetzt brauchen wir hier wie mir jetzt. Da kommen die BB-8 weiter. Passt da rein? Findest du etwas, das uns auf die andere Seite bringt? Helme.
ein paar Stats sammeln und gut rauslassen. Durch die hübschen Schächter. Ja, aber dafür bräuchten wir die Hilfe von denen hier. Wie viele von den Dingern sind denn noch hier? Was immer du da tust, es klappt. Ah, okay, warte. Ich kann mal. Vorsichtig, Ray. Das war eine Idee. In Teamarbeit hier ein bisschen. Geschafft. Gut gemacht, BB-8. Los, suchen wir Keile. Das wird unspektakulär. Wie kommen wir da durch? Was machen wir jetzt hier, um weiterzukommen? Dann können wir es bauen. Ah, ein Ruinen. Ein R2D2 CWO BBA-Rätsel. Sagt sie Kylo? Näher als du denkst. Als ob sie ihn Kylo nennt. Als ob sie das erschreckt hat. Und der Kampf geht weiter. Wir müssen den weiter so strecken, dass sie noch eine Weile beschäftigt. Und jetzt noch zweimal weiterspringt, dreimal weiterspringt. Und dann wieder so lange reisen müssen. Was war das gerade eben? Ein Kampf im Todesstern. Unsere Großväter wären stolz auf uns. Nein, Palpatine bedeutet mir nichts. Mit Angriffen vergreifen können wir nicht. Nimm meine Hand und dieser Kampf ist beendet. Aha. Wie geht's? Also. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir spazieren hier einfach mal gemütlich hin. Ich muss irgendwie darauf kommen. Oha. Das Level ist noch lange nicht vorbei. Das hätte ich kommen sehen müssen. Schaffe ich niemals. Nicht versuchen, machen, wie Yoda mal sagte. Und doch, das schaffst du. Wir beide wollen Palpatine besiegen, Rey. Nimm meine Hand. Niemals. Geht. Ich bin klatschnass. Komm mit mir nach Exegol, damit ich mich umziehen kann. Bitte was? Jetzt werden wir gegenseitig gebrüllt. Du kannst dich ändern. Ich
können nicht in die Elektrofritze leiten. Hat aber ein cooles zusätzliches System, das wir hier haben. Nur mal da reingeraten, mit anderen gegrillt. Oder man selbst. Bringt nichts im Kampf, aber lustiger Effekt. Du willst nicht wirklich gegen mich kämpfen, Ray. Das bist nicht du. Nicht wirklich. Du kennst mich nicht. Niemand tut das. Ein langwieriger Kampf. Oh, hallo Fisch. Du weißt, du kannst nicht zurück zu Leia. Ein Schütter. Genauso wenig wie ich. Ich bin nicht wie du. Und jetzt können wir wieder mit BB-8 Glitch auslösen. Wir sind ein Zweiklang der Macht. Das ist eine ziemlich große Sache, weißt du? Du hättest den Wegfinder nicht zerstören dürfen. Wenn den Elektrofritze. Okay, das wollte ich doch mal haben. Hör auf mit den Spielen! Ein Kampf. Das ist zwecklos. Ich kenne die dunkle Seite in die Ray. Nimm sie an. Mir reicht's mit dem Spiel. Hat ja auch viel geholfen. Kannst mir nicht entkommen. Han Solo hat gefehlt. Pflaster für Kleidung. Ich wollte deine Hand nehmen. Bens Hand. Hey, Kleiner. Ja, da ist er. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, es zu tun. Vater, ich weiß. Was machen wir? Wir können nichts machen. Wir müssen zurück zur Basis. Die Kraft ist zu tun. Abgeschlossen. Es müsste ja nur noch ein Level geben. Ein finales kleines Level. Ein kleiner Schock. Charaktere. Mal Dio. Toller Druide. Way, Sith. Ah, Dark Way. Sehr schön. Und Kylo Ren. Diese Helm. Basis, ist das unser Zuhause? Kann man so sagen.
Sehr. Ist nicht viel schön. Zu sehen. Habe ich ein eigenes Zimmer oder eine Wohngemeinschaft? Eine WG. Dein Mitbewohner kann sich ja kaum erwarten, dich zu sehen. What the fuck, was für ein random Talk hier.